Das ist der neue Mann, Taylor Booth, der sich schnell in die Mannschaft eingefunden hat. Taylor Booth mit Blauensteiner. Auf Luxbacher. Booth. Ja, warum nicht? Er ist in WAC. Dementsprechend schwierig wird die Aufgabe in den kommenden Wochen. Gutes Stellungsspiel von mit engen Abständen in der Defensive und da gibt es bislang kein Durchkommen. Von hinten heraus aufzuziehen. Aber dadurch werden auch die Abstände zu den Offensivspielern für Pokorny umso größer. Peter Pokorny immer wieder riskant, aber meistens gelingt es ihm auch, im Ballbesitz zu bleiben. Ein Spieler mit enormer Übersicht, der die Schuld beim eisigen Boden gesehen. Ziegel, Nutz. Von Booth nachgestellt. Gute Aktion von Marco Grüll. George Davies. Versucht es selbst. Luxbacher legt ab auf Taylor Booth. Gute Aktion von Taylor Booth, der sich wendig, agil zeigt, auch ballsicher. Und außerdem bemüht das Spiel. Taylor Booth, lange nicht in Aktion gewesen, der Pass auf Hugi war gut. Tor Hugi! Alexander Schmidt auf außen ausgewichen. Taylor Booth auf Blauensteiner. Ah, der Ball kommt gut. Stark gelöst von Taylor Booth. An Pokorny humorlos. Der Ball landet fast bei Alexander Schmidt. Der Abschluss. Ziegels Schuss geblockt von Booth. Duke. Um über eine Verlängerung nachzudenken. Taylor Booth. Wendig, leicht vorbei und Nutz. Und Samuel Tete den Pass verpasst haben. Jetzt die nächste Halbchance. Weniger Zweikämpfe als Ried und St. Pölten. Samuel TT, immer noch TT. Taylor Booth gegen Kennedy Möschel. Kein guter Ball auf Lercher. Für Schulz. Der Ball kommt noch an bei Taylor Booth und das ist das Tor! Samuel TT mit dem 1:1. Und wäre bestimmt für den ein oder anderen langen Ball gut. Aber das nur eine Idee. Zumal Muslic erst zwei. TT.
Gegen Reifelshammer, Spiel läuft weiter, Taylor.